Leute, ich bin's wieder, euer Schokasu. Ja, heute mit einem bisschen speziellen Video. Jetzt fange ich erstmal ganz normal an, weil ich werde zum Schluss noch ein paar Sachen sagen. Und die werden für ein paar Leute ziemlich cool sein, für ein paar Leute, dass ich denke, ich bekomme es sowieso nicht. Ne. Aber ich will es auf jeden Fall machen, weil ich denke, das ist der Schokasu-Weg, den letzten Teil vom Raid zu erklären. Und dazu komme ich dann gleich zum Schluss noch. Ich will erst noch meine Wings machen und den World Boss. Mir hat jemand gebeten, dass ich mal aufnehme, wie ich den World Boss mache. Und weil ich heute früh eh keine Energie mehr hatte, um ihn zu machen, habe ich mir gedacht, ich mache ihn einfach. Ich benutze ganz einfach die automatische Zuteilung und mache den World Boss dreimal. So mache ich das halt. Also es ist nichts Besonderes bei. Deswegen wusste ich nie so wirklich, warum man es sehen will. Aber ich dachte mir, wenn schon jemand fragt, dann zeige ich es halt einmal, dass jeder sieht, wie ich den World Boss mache eben. Warum kann ich hier nicht skippen? Hallo? Verarschen? Ah, okay. Ich weiß, warum ich den ersten nicht skippen kann. Ich habe auf dem Tablet noch nie den Raid Boss gemacht, deswegen kann ich nicht skippen. Oh Mann. Ja, dann gucken wir uns halt den epischen Raid Boss Fight an einmal. Hilft dir auch nichts. Aber ich werde jetzt noch nichts dazu erklären. Erst danach, wie ich das Ganze genau machen möchte und was ich vorhabe. Ich hatte eine gute Idee, weil es, wie ein paar Leute sich schon gedacht haben, es fehlt ja noch ein Teil vom Raid Guide, den ich noch versprochen habe. Okay, jetzt sollte ich das Ganze skippen können. Und ich habe gerade kein Pflaster mehr dran, oder kein Verband mehr dran. Ich will jetzt nicht die Hand näher hinhalten, weil ich glaube, das will nicht unbedingt jeder sehen. Auf jeden Fall habe ich mich richtig schön geschnitten, aber es geht wieder weg, hoffe ich. Gut. Ich bin wieder arbeiten seit Dienstag. So ist alles fit. Und ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen faul. Oder was heißt faul? Ich habe zweimal gestreamt am Wochenende und da hatte ich nicht wirklich die Zeit und Lust, noch ein Video zu machen. Weil es geht mittlerweile eh relativ easy, Videos zu machen. Mit XSplit bin ich echt zufrieden. Geht um einiges schöner als vorher, wie ich es vorher gemacht habe. B+. Wie immer bekomme ich nur Scheiß. Ich hatte, glaube ich, noch nie was Gutes. Ich hatte ein, zwei, dreimal Light and Dark Pieces, aber mehr nicht. Grinden wir uns mal schnell hier durch. Wie viele habe ich hier noch? Noch ein paar. Schauen wir mal, was hier noch so rumsteht. Gut. Sollten den Speed Leader nehmen. Klären wir einfach die Wings noch schnell. Eigentlich kann ich während der Wings auch schon erklären. Gut, was ich machen wollte. Also, es fehlen noch die Beispielteams für mein Raid Guide. Und was ich machen möchte, ich möchte die Beispielteams an euch machen. Das heißt, ich werde es so machen, dass ich bei den nächsten 5 Videos jeweils die ersten, oder ich weiß nicht, ob das machen sollen, die ersten 2 Leute, die einen Kommentar schreiben, bezüglich, dass sie da gerne dabei wären beim Raid Guide, ob ich die nehmen soll oder ob ich es ein bisschen randomisieren sollte. Aber nee, ich mache es so, dass die ersten beiden, die unter meinem Video kommentieren und mindestens, sagen wir, 80 Stars haben. Also sie sollten 80 Stars auf ihrem Account haben, weil sonst ist es eh uninteressant für sie zu raiden. Genau, deswegen machen wir es so. Die ersten beiden Leute, die 80 Stars haben und unter meinem Video einen Kommentar schreiben, dass sie gerne ein Beispielteam hätten zum Raid. Diese 2 Leute werde ich dann nehmen und für die ein Team machen. Und die am Anfang vom Video den dann Team machen sozusagen. Also jetzt nicht mit denen zusammen oder so, aber
Es wäre gut, oder ihr sollt eure Monsterbox mit den Monstern, die ihr habt und den Monstern, die vielleicht noch im Storage rumliegen, hochladen auf Imgur oder sowas, dass ich das Bild sehen kann. Und dann werde ich das Bild im Video einblenden und werde euch dazu dann ein Team erstellen. Und jeder, der Bock hat mitzumachen, der schreibt unten eben rein, irgendwas bezüglich dem Raid Guy, der findet es total cool und der wäre gerne dabei oder was auch immer, irgendwie sowas. Weil wenn jemand einfach nur einen Kommentar unten reinschreibt, dann weiß ich nicht, ob der da überhaupt Bock drauf hat, ob der mir überhaupt zugehört hat oder ob der einfach nur das Video laufen hat lassen und sich denkt, ja, ich schreibe jetzt einen Kommentar. Deswegen irgendwas bezüglich Raid Guide und dass ihr da gerne dabei wärt. Und die ersten zwei, die das tun, bei den nächsten 5 Videos, für die werde ich ein Raid Team machen. Nicht für alle und ich will mir jetzt auch gar nicht wieder sowas anfangen mit Reviews machen auf Video und so weiter. Die Leute, die ein Review haben wollen oder denen ich Tipps geben soll, die können in den Stream kommen. Dafür habe ich den Stream gemacht. Aber ich fand es. Finde es ganz gut, wenn ich die ersten 10 Leute hier auf YouTube noch zeige, weil eben diese 10 Leute höchstwahrscheinlich verschiedene Monster haben und verschiedene Möglichkeiten haben, ein Team zu machen. Dann seht ihr wenigstens ein paar Variationen von dem Team und könnt dann dadurch euer eigenes Team auch machen. Und deswegen finde ich das ganz gut, wenn wir die ersten paar Leute auf Video nehmen. Und deshalb will ich das so machen, weil ich denke, es ist ein bisschen blöd, wenn ich da jetzt noch so ein Bild mache, wie ich bei den anderen Raid Guides schon gemacht habe und irgendwelche Monster nehme, die ihr sowieso nicht habt und dann damit ein paar Teams zusammenstelle, weil vielleicht ist ein Team dabei, wo zum Beispiel ihr keins von den Monstern oder ihr die ganzen Monster nicht habt, weil eben viele Forstars dabei sind. Wie gesagt, Raiden ist ziemlich schwer, dann braucht man schon so ein paar Forstars, sonst wird das nichts. Aber wie gesagt, so würde ich das gerne machen und ihr wisst, was ihr zu tun habt. Also schreibt einfach das unten so weit rein. Und die ersten zwei, wie gesagt, nehme ich dann mit ins nächste Video. Alles, was ihr tun müsst, unten einen Kommentar schreiben, dass ihr da gerne dabei wärt zum Raid und ein Bild posten von eurer Monsterbox. Also ein Imgur-Link unter das YouTube-Video. Genau. Oder irgendeine andere Bilderseite, weiß ich nicht. Im Gur ist mir jetzt nur dazu eingefallen. Und die nächsten zwei müssen das halt dann sozusagen unter das Video machen, das ich dann gepostet habe, mit den ersten zwei. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann werde ich 5x2 Leute machen, 10 Leute, und dann hat man auch ein paar Beispielteams zur Verfügung. Für alle dann. Und das finde ich, denke ich mal, ganz gut. Dann sollten ziemlich viele Leute wissen, wie sie sich ein Team bauen können. Oder was sie noch für Monster brauchen, bis sie sich ein Team bauen können. Meine zwei Teams habt ihr ja auch schon gesehen. Die kann ich auch gerne nochmal vorstellen, wenn da Interesse besteht. Schreibt es auch einfach unten rein, wenn ihr da Interesse habt, dass ich meine beiden Teams nochmal vorstelle. Dann mache ich das natürlich auch. Obwohl das zweite noch nicht ganz fertig ist. Aber ich denke, das ist eine ganz gute Lösung, um euch genug Variationen von Raid-Teams zu geben. Ja, so habe ich mir das gedacht. Und ich freue mich natürlich auch über Meinungen zu dem Einfall, zu der Idee. Ich kann auch sagen, was ist Scheiß. Sucht ihr sich da ein paar Leute raus, das ist sowieso alles voll ausgemacht. Und macht für die ein Team. Dann sehen wir 5, dann sehen wir 10-mal dasselbe Team und dann war's das. Nee, aber ja, ich fand es eine ganz coole Idee. Und ich würde gerne eure Kommentare dazu hören. Und wie gesagt, die ersten zwei bekommen ein Team von mir. Wenn es möglich ist. Und ihr braucht 8 Six-Stars. Weil sonst macht es keinen Sinn. Ich kann euch nicht mal versprechen, dass es mit 8 Six-Stars Sinn macht, weil man braucht eben auch relativ gute Runen für die 8 Six-Stars, weil sonst macht es keinen Sinn zu raiden, wenn man keine guten Runen hat. Zumindest relativ gute 5-Star-Runen und ein paar 6-Star-Runen. Wie gesagt, Arena ist gerade nicht so spannend, weil ich habe gerade eine 3-Mann-Dev drin und fahren mir einfach nur ein paar Punkte, dass ich meine Glory Buildings fertig mache. Aber ich dachte, ich bringe mal das Thema, weil ich es eine gute Idee fand und ich die mit euch teilen wollte. Und bestimmt ein paar Leute dabei sind, die da total Bock drauf haben.
weil es ihnen Arbeit spart, weil sie sich gerne die Videos anschauen, wie ich das für andere Leute mache. Ich weiß nicht. Aber es ist, denke ich mal, so ein bisschen schöner, als wenn ich einfach irgendwelche random Teams zusammenstelle, wo dann Dark Vampir drin ist oder irgend so ein Käse, der es sowieso 99% der Leute nicht haben. Was ich noch machen kann, ist vielleicht, dass ich ein weitestgehend farmbares Team noch suche. Das könnte ich noch machen. Ich sage, es gibt kein komplett farmbares Team, aber es gibt ein weitestgehend farmbares Team, eventuell, wenn ich darüber nachdenke. Genau. Ein paar Monster braucht man, aber man kann ein weitestgehend farmbares Team machen. Es gibt keinen Glänzer leider, der farmbar ist, soweit ich weiß. Es gibt Shannon, aber Shannon ist, denke ich mal, nicht so viable für Raids. Leider. Der Glänzer wird so ziemlich der einzige sein, den man braucht, um Raids zu machen, denke ich. Weil Heiler gibt es, es gibt Slow-Monster, die man free bekommen kann, es gibt genug Heiler auf jeden Fall. Das Wichtigste sind eigentlich Heiler und die Monster, die Debuffs bringen können. Und man bekommt so ziemlich alle Debuffs free to play, außer Glancing. Oder was heißt free to play, außer. Ich meine nicht free to play, ich meine so, dass jeder bekommen kann. Obtainable Monsters. Oh Mann. Manchmal ist Deutsch schon schwer, wenn man das Spiel die ganze Zeit in Englisch spielt und mit so vielen Leuten die ganze Zeit Englisch über das Spiel redet. Dann ist es ganz schön schwer, das Ganze auf einmal wieder auf Deutsch zu machen. Weil ich gucke auch ein paar YouTuber, die das Ganze auf Englisch machen und Deutsche gucke ich eigentlich selten. Und da gewöhnt man sich halt die ganze Sprache auf Englisch an. Ich meine diese frei verfügbaren Monster, die jeder bekommen kann. Meine Wii sollten eh gleich alle sein. Zwei noch. Ich glaube, ich habe noch gar keinen verloren. Na, ist auch gut. Ein oder zwei verliere ich meistens, weil ich mir dann denke, ach, die haben keine guten Runen, die kriege ich auch ohne Speed Lead oder so. Aber sowas hatten wir bis jetzt noch nicht. Wie zum Beispiel hier, wenn ich das in Guardian 2, Guardian 3 sehen würde, würde ich immer ein Speed Lead mitnehmen, weil Bernard ist ja höher im Base Speed als Orion. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der schneller ist als ich. Hier denke ich mir jetzt, der ist nicht schneller als ich. Ich komme einfach so rein. Was mir dann bei Guardian 1 oder 2 wieder in die Hose geht, weil mein Orion eben dann doch nicht schneller ist als der Bernard. Genau. Und einen Kampf noch. Camilla. Schau, und gegen den Chloe würde ich normalerweise auch noch mit Speed Lead gehen, weil wenn die Chloe. Entweder mit Speed Lead oder ich würde ihn als erstes drankommen lassen und cleansen. Also Buffs removen, also Buffs entfernen. Weil wenn Chloe jetzt buffen würde, hätte ich verkackt. Normal sollte sie jetzt dann nicht mehr buffen können, weil die Cooldown erhöht ist. Genau. Camilla stirbt natürlich nicht. Ashe geht auf Tossi. Zum Glück nur mit dem ersten Skill, weil der zweite auf Cooldown ist. Oh, die Camilla macht Schaden. Coole Sache, aber hat auch kein Leben. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.